Hey Leute, und hier wären wir jetzt bei der achten Woche von Wolf of Saturn 6 und diese Woche sind unsere Aufträge wirklich denkbarst einfach. Ich persönlich hätte jetzt einen dabei, den ich weglassen würde und einen, für den man ein bisschen ein besseres Team braucht beziehungsweise sich ein bisschen absprechen muss, aber alles in allem könnt ihr die Woche hier wirklich super entspannt angehen lassen. Also, gehen wir das Ganze mal durch. 150 Gegner durch Virusschaden töten, naja, entweder eine Waffe mit Virus mitnehmen, entweder Mesa und die Regulatoren auf Virus modden, oder wir nehmen einfach Zarin und nuken damit alles weg. Also super einfach. Vor allen Dingen, diese Aufgabe synergiert auch super mit ein paar anderen Aufgaben, die ich euch nachher zeige, also überhaupt kein Stress. Töte 150 Gegner mit einer Nahkampfwaffe, ich denke, dazu muss ich jetzt wirklich überhaupt nichts sagen, außer vielleicht überlegt mal eine Stangenwaffe, doch eine Stangenwaffe oder eine Peitsche mitzunehmen, maximale Reichweite, Slide-Crit-Build und dann seid ihr damit auch super schnell durch. Hebe 15.000 Credits auf, man kann natürlich speziell darauf farmen, zum Beispiel wenn man sowas wie Sakura Lecter oder Chroma mitnimmt, aber 15.000 Credits, das sammelt ihr nebenbei auf, also das braucht ihr überhaupt nicht im Auge zu behalten. Töte 30 Eximus-Gegner, das machen wir am besten im Onslaught-Modus, weil da kommen sehr viele Eximus-Gegner. Und wenn wir jetzt gerade mal hier unten hinschauen, töte 1500 Gegner, das machen wir auch im Onslaught-Modus. Das bedeutet, das können wir super alles schön nebeneinander laufen lassen. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich eine Zarin nehme, dann die 150 Virus-Kills, die 30 Eximus-Kills und die 1500 Kills gerade in einem mache. So, was hätten wir noch? Jetzt wären wir bei der Aufgabe, die ich persönlich vermutlich weglassen würde, aber die ihr trotzdem super simpel machen könnt, nämlich beende 8 Aufträge im Orbtal, beziehungsweise im Orbwelles oder im Orbistal. Naja, weglassen müsst ihr die eigentlich nicht, die kriegt ihr trotzdem in 15 Minuten hin oder sagen wir 16 Minuten, diese 8 Aufträge. Trotzdem, ob man es machen möchte, ist wieder was anderes, weil zu den Aufträgen gehören nicht nur die normalen Bounties, die ihr machen könnt, sondern es zählen auch die Missionen aus dem Hinterzimmer dazu. Das bedeutet, ihr könntet zum Beispiel 8-mal die Spinne töten, was jeweils 5 Minuten dauert, oder ihr könntet, ich glaube es war die zweite Bounty machen, die normalerweise pro Durchgang ungefähr 2 Minuten dauert. Das bedeutet, auch das hier kann man sehr schnell machen, also auch das ist ziemlich relaxed. Baue 6 seltene Edelsteine in den Ebenen von Eidolon ab, dazu gibt es eigentlich nichts zu sagen, außer kauft euch einen Scanner, also einen Bohrer, sorry. Dann öffnet 3 Relikte, macht ihr am besten Capture-Missionen oder Exterminate, weil die am schnellsten gehen als Riss-Mission. Beendet 3 Rettungsmissionen, naja, macht ihr einfach irgendwelche. Vielleicht kann man das gerade auch noch schön mit den Relikten verbinden, wenn gerade was da ist. Beendet 3 Sabotagemissionen. Das ist jetzt etwas ätzender, aber trotzdem noch relativ simpel. Dann beendet 3 Albtraummissionen. Auch das ist relativ simpel, selbsterklärend. Ihr müsst halt alle Missionen auf einem Planeten freigeschaltet haben, damit ihr die Albtraummissionen bekommt. Töte 100 Eximus-Gegner, das synergiert natürlich auch noch toll hier oben mit den 30 Eximus-Gegnern, mit dem Viral-Ding und mit den 1500 Gegnern töten, also machen wir alles im Onslaught. Und gewinne 3 Wetten in Folge, ohne den Gegner in einer Runde des Indexes punkten zu lassen. Klingt jetzt ein bisschen schwierig, ist super einfach. Ihr braucht genau 2 Frames dafür. Ihr könnt es auch mit anderen Frames machen, ihr könnt es auch ganz anders machen, als ich es euch jetzt sage, nur ich sage euch die wahrscheinlich leichteste Methode. Die leichteste Methode ist, ihr geht nach Neptun, macht den leichtesten Index, da braucht ihr nämlich nur 50 Punkte, geht auch am schnellsten dann. Ihr holt euch einen Limbo mit, der die Ulti macht und Stasis, verhindert, dass die Gegner die Punkte abgeben und ihr oder ein anderer nimmt dann Mesa und macht alle Kills. Dann haben die Gegner eigentlich überhaupt keine Chance, irgendwelche Punkte zu machen, weil sobald sie mal Punkte abgeben wollen, werden sie durch die Stasis eingefroren und die Mesa macht halt eben super schnell die ganzen Kills. Also die Woche hier seid ihr wirklich sehr schnell und vor allen Dingen dazu noch sehr entspannt durch. Ich gehe mal davon aus, für alle Missionen, die hier sind, brauchen wir zwischen vielleicht weniger als 1 Stunde bis 2 Stunden. Natürlich, wenn man es jetzt ganz entspannt angehen lässt, noch ein bisschen länger. Aber da die Missionen hier jetzt nicht schwierig sind, naja, ihr seht's ja. Dazu kommt eine Sache, die ich gerade noch erwähnen möchte. Ihr seht, ich bin jetzt hier oben fast fertig mit meinen 30, also die werde ich gleich fertig haben.
Und nachdem man die 30 voll hat, bekommt man immer 15 Wolfcreds pro Intervall. Ist jetzt nicht viel, aber dafür, dass es dann in jedem Intervall kommt, ist das schon ganz nett, um sich alles zu kaufen, was es gibt. Oder die Sachen, die man haben möchte. Bei mir sieht das dann so aus, dass ich mir alle Blaupausen kaufe, dass hier einfach alles ausgeblendet wird zum Schluss bei im Besitz verstecken. Aber naja, das ist jetzt weniger wichtig. Noch eine letzte Sache. Also ich habe ja gerade gesagt, ich bin fast durch hier mit meinen 30... Meilenstein, aber dennoch werde ich auch in jeder kommenden Woche immer noch ein Video dazu machen, welche Missionen es gibt, wie man die am besten angehen könnte, wie die synergieren und so weiter. Und von daher wünsche ich euch einfach auch in dieser Woche viel Spaß und bis zum nächsten Video.